Hey Leute! Leute, ein Taubos! Nice! Einfach mal so ein Taubos über den Weg. Let's catch it! Das wären 40 Bonbons mit seiner Beere. Läuft! Ja, 40 Bonbons. Geiler Scheiß, 944. War bestimmt IV für den Arsch. Ja. Naja, hätte besser sein können. 64. Quest, ein Belohnung, und zwar ein Pokémon, roten Stempel, ein Quapsel. Mhm. Gibt's gute Entwicklung beispielsweise. Kann er sich so präzise werfen mit dem Energy in der Hand? Geht nicht. Aber trotzdem gefangen. Schade. Schade, schade, schade. Ich habe es aber auch nicht. Die V-App an, kann ich später checken. Ja, toll. Regie-Eis-Rate in 30 Sekunden vorbei und wir kommen nicht mal wieder. Immer erscheinen sie da, wo wir nicht sind. Ey, das ist so ein Scheiß. Ich glaube, ich mache jetzt auch noch eine 10 Minuten Aufnahme und dann mal beginne ich den zweiten Part. War aber auch irgendwie klar, dass wir länger hier brauchen. Dann haben wir so eine über 30 Minuten Aufnahme für den ersten Part. Das ist ja schon mal zufriedenstellend. So die Frage, ob wir noch was Gescheites bekommen, außer geile, neue, ungedrehte Pokestops. Hm? Ja, zwei Radfahrts. Können beide Ditto sein? Check mal kurz. Wo soll ich? Achso. So. Ich muss neu starten. Dann guck ich kurz. Guck ich mal kurz, ob die Ditto sind. Sieht mich mal wieder nicht, geil. Ne. Beide nicht? Ne. Oh, 10 Kilometer. Ich wollte mal eins anlaufen, weiß ich jetzt gar nicht. Ey. Sieht man eh nicht. Voltilam. Ja, meins leitet schon. Ich kann eine Weiterentwicklung machen. Ich guck mal kurz, ob ich hier. Ja, meins läuft noch. Ein 10-Kilometer-Ei für 5 Kilometer. Wegen diesen Belohnungen von dem Pokémon Go Fest. Gab es ja Belohnungen und Zapdos Day ist ja jetzt auch freigeschaltet worden. Weil wir alle 4 Aufgaben fertig gemacht haben. Ja. Deshalb sind es hier Eier doppelt so schnell ausgebrütet werden. Und man kriegt doppelte Belohnung an. Ja, doppelte Bonbons. Bumbums. Also das waren deshalb bei Tabuga 20 Bonbons, beziehungsweise verdoppelt auf 40. Ich glaube aber Tabuga, meine ich. Alter, das ist schon ein Lokmodul da hinten. Irgendwer ist auch schon wieder auch schon hinten. Da hinten ist Lokmodul. Ich hätte zwar mehr erwartet hier, also dass es mehr abgeht, aber ist auch okay. Bin zufrieden. Bist du denn zufrieden? Einigermaßen.
kann jetzt mein 96%iges Voltilam entwickeln. Na, einfach mal von der Frage. Bist du denn einigermaßen zufrieden? Okay. Das war noch nichts Großes mit bei. Na, das ist was. Oh. Geiler Loot. Geiler Loot wartet da vorne. Da ist der Stein. Boah, geiler Loot hier, echt geil. So, gehen wir jetzt hier rum und dann da drüben weiter. Ja, machen wir so. Ja, komm. Oder wollen wir hier so rum? Ne, da drüben ist da ein Pokestop. Keine Ahnung. Hab er nur nicht gefragt. Außer mit Clean, das war mein Vorschlag. Hey, die Hölle-Paketboote. Ja, moin. Die müssen mir immer noch meine Steambox da bringen. Hier, Steam Link. Die wurde immer noch nicht verschickt. So ein Scheiß. Dann gehen wir da gerade durch den anderen ganz vielen Pokestops. 25%, wer braucht? Ich. Vergeim. Ich dachte, einer von deiner Community schenkt dir 25 Cent. Naja, wer braucht denn 25 Cent? Schreib's in die Kommentare. Ich. Schreibt der Walli gleich in die Kommentare, nee. Sobald der Part raus ist. Kann ich aber auch eh erst heute Abend hochladen. Wolltest du nicht auch aufnehmen? Du wolltest auch aufnehmen, dann los, let's go. Let's go. Du hast extra hier dein Intro gemacht, da. Aufgenommen. Umsonst, was scheiße, das Intro. Na, so schlecht war es auch nicht. Ja, die Zensur, ich hab recht. Was? Richtig scheiße, hast recht. Hey, ich hab gesagt, es war nicht so schlecht. Es war nicht so schlecht. Es war mega schlecht. Du weißt, was ich meine. Toll. Erklärt mal bitte deutlich. Es war gut. So, hast du jetzt begriffen? Es war mega geil. Nein. Musst du unbedingt hochladen. Finde ich. Du machst halt kein Gameplay, ist mir egal. Warum steht bei mir, dass ich noch nicht Radfratz hab? Was ist da Radfratz? Radikal, Entschuldigung. Entwickelt. Guck, da ist noch schwarz. Das weibliche hast oder das männliche hast du nur? Ich hab das weibliche. Ja, dann fehlt das männliche, dann ist es männlich. Kriegst du noch wieder einen neuen Pokédex gesagt? Nee, dann kriegst du nur den Eintrag für das männliche. Wir sagen mal Pokédex-Eintrag. Nein, es steht einfach nur bei Radikal unten, ist dann dieses männliche jetzt dann ausgefüllt so. Davor war es also einfach so ein Zeichen, so, dass du es nicht hattest. Musst du deine Pokémon wiederbeleben? Ja. Machomai. Achso. Hä, wegen Machomai? Wann haben. Arena. Achso, aus einer Arena ist rausgeflogen. Achso. Ich wollte sagen, wir haben noch gar keinen Raid gemacht. Aber nee. Warte, dann muss ich bei mir mal gucken, ob irgendwer draußen ist. Yandana. Ja, tatsächlich, drei Stück.
Dann gönnt euch hier, stopft euch voll hier. Ach, Hypertränke jeder ein. So. Passt. Perfekt. Hi. Vogel. Pikachu wieder eins. Pokestop. Meine Pokébälle werden immer weniger. Ich fange mehr Pokémon, als dass ich Pokébälle farme. Ich kriege einfach keine guten Pikachus mehr. Alle sind scheiße. Oh, Radikal. Gierig. Gib mir die Bonbons. Obwohl ich schon genug habe. Na hier, nach links dann. Boah, schon weiß genug. Aber trotzdem. Wir können noch in der roten Arena. Fucking hell. Ah, der Bär ist drin. Nervt langsam. Also, wie sehen wir? Doch nicht. Denken wir mal so, wenn wir niesen und dann kommt nichts. So ein Scheiß. Er klingelt mir rum. Achso, ist die Türklingel. Ui, Pokestops. Aber jetzt muss ich beende ich wieder den Part. Ich würde sagen, ja, wirklich im nächsten Part geht es dann weiter hier in Berlin. Oh ja. So, damit hätte ich bekommen zurück in Berlin, da Berlin. Was ist das? Kuba Tegel, okay. So. So, auf jeden Fall. Oh, da steht auch Massage. Nicht schlecht. So, und da ist ein Lokmodul, da können wir uns jetzt mal ein bisschen. Da sind schon wieder gespawnt, auf Lohmel, komm. Ja. Nur schade, dass da nicht steht, wie lange das Lokmodul noch ist. Ich glaube, ich stand früher da. Soweit ich mich erinnere. Wo wollen wir uns hinsetzen? Hier kann man sich ja nur hinsetzen, wenn man was essen will.
Also, wo wollen wir sonst hinsetzen? Hast du ans Auto? Nun ja, es ist nicht sehr empfehlenswert. Da, eine Bank. Aber nee, da sind wir nicht in der Nähe vom Lokmodul. Wir können uns eins hinsetzen. Ich mach uns eins hin, ich hab eh genug. Ja, ist mir egal, ist mir egal. Ja, dann kann, setz du. Dann kannst du ersetzen. Achso, und was? Die Aufgaben habe ich gerade in Video bekommen. Nicht durch hier Level-Ups? Doch auch. Welche Aufgaben denn? Achso, spezielle Aufgaben durch hier Mew. Ja, stimmt, da hat man ja auch noch ein paar bekommen. Jo, dann machen wir hier kurz einen Cut, weil ich mache jetzt ein Lokmodul kurz hin. Und dann geht's gleich weiter. Aber doch nur noch Mew. Na, dann let's start it, komm. Startet nicht. Bei mir startet das Lokmodul nicht. Ah, jetzt. Ja, okay, dann fahren wir hier ein bisschen Pokémon und ja. Mal schauen, wie es danach weitergeht. So, und dann. Das ist gut. Geowatz. Ja. Ja, der Walli hat ein Geowatz gesichtet und ja, das gönnen wir uns jetzt mal. Das gehen wir hier einfach weiter lang. Ja, Flummel gönnen wir uns jetzt nicht. Aber die ganzen Pokestops hier. Gerne. Mensch, Elber. Ja. Gut geschafft. Ey, ich höre so scheiße an. Es wäre schon nice, wenn wir mindestens einen Rating noch abkriegen. Noch. Wäre schon noch geil. Machen wir halt auch einen 2-Sterne-Rating. Hier wird es geflogen, oder? Na, wir gehen, also jetzt, wenn es ja, jetzt ist er wieder da. Ja. Bei mir ist er gar nicht zu sehen. Mal wieder. Da ist mein GPS weiter. Da ist mein GPS. Signal viel größer. Hm? Sagst du da? Ha? Weiß ich jetzt nicht warum. Dann gehen wir hier weiter jetzt. Aber bisher ist es okay, ne, Walli? Mhm. Aber bisher ist es okay, ne? Kann er nicht alle meine Entchen spielen, oder was? Warum? Hat er gerade eben versucht? Kann er aber nicht irgendwie. Jetzt macht er normal Musik weiter. Alle meine Entchen kann er nicht spielen. Schlecht. Na komm, jetzt Griffel, nerv jetzt hier nicht rum. So. Jetzt sehen die nächsten Fuchs auf dir. Machen die da Lärm, Dankeschön. Nehmen jetzt mal auf, aber gut. Ja, Griffel, du kannst auch nichts. Warum kamen da gerade Sterne raus? Hm? Sterne. Aus dem Pokéball. Glückswurf. Nach dem ersten Rappler, zack, Sterne, ne? Ja. Ja, das ist ein Glückswurf. Aber dafür direkt nicht raus.
Es passiert, desto öfter, wenn du, desto mehr Pokédex-Einträge du hast. Zumindest war es in normalen Pokéspielen so. Also in den normalen Pokémon-Editionen war es zumindest so. Dass es wahrscheinlicher ist auf dem Glückswurf, desto mehr Pokédex-Einträge du hast. Topsi. Aber ist ja kein Ditto. Na, noch eins, noch eins. Wäre mal nice, wenn ihr meintet. Es wäre nice, wenn ihr ein Ditto wäre. Nee. Schade. Fang es den Pokémon von Typ normal. Okay, geschafft. Und was gibt's dafür? Oh, ein Schwalbini. Ja. Sonderbären, zwei Stück. Toll. Was ist aber weg? Ist jetzt geflüchtet? Warte mal, wo ist denn die Pokédex? Hier, die Pokéstop-Reihe. Wo führt uns die hin? Auch kein Ditto. Viel Ball. Hier lang. Ach, du willst die lang laufen? Ich dachte, wir laufen die hier, guck mal. 2, 4, 5. Also. Ja, okay, gehen wir da lang. Gehen wir hier lang. Ist ja auch egal. Bei beiden würden wir gleich viel profitieren. Oder? Ja. Ja, doch. Ah, 10 Kilometer Ei. Oder 5 Kilometer Ei ist es ja jetzt. Aber ich bin. Knackleon. Meine Fresse. Ja, Knackleon. Oh, ich kann mir schon einen. Gut, mal 5 Kilometer Ei. Sag mal bitte, dass es gut ist, weil dann könnte ich mir einen Libeldra machen. Ach, weißt du was? Ich check's heute Abend. Ich mach's einfach. Ich hab eh noch kein Libeldra, also. Schlecht kann es ja auch nicht sein, also so allzu schlecht kann es ja auch nicht sein, also ja. Hauptsache ich habe die Beldra. So, wie Brava erstmal. Badabababababam und die Beldra. Ich dachte, das ist eine Wohnanlage. Das ist eine Wohnanlage. Kommt man einfach hoch? Die Beldra. Ja, Pokédex-Eintrag. Nice. Hier kommt man nicht raus. Einmal aufbauen, komm. So, das war jetzt aber. Das Sternstopp hebe ich auf. Drachenrute und Drachenklaue. Weiß ich nicht, ich kenne kein gutes Moveset. Ich kann ja mal heute Abend mal googeln, was das beste Moveset für die Beldra ist. Hast du das? Ich hab's entwickelt. Mhm. Weil ich hier aus dem eigenen Knackleon bekommen habe. Mhm. Nice. So, noch ein weiteres Ei. Obwohl ich ja gerne mal wieder ein Alola-Ei hätte. Aber ist mir ja nicht vergönnt. Und das weitere 10 Kilometer rein. Ich send dir doch schon Geschenke. Ja, aber jedes Mal, wenn du. Ich krieg nur Eier raus, wenn ich keinen Platz hier im Platz habe. Ich krieg aber. Jetzt habe ich schon wieder ein 5 Kilometer Ei wieder bekommen. Das heißt, ich habe schon wieder keinen Platz. Ich habe. Ja, wenn er mir wenigstens hier Wegner mal ein Geschenk schicken würde, macht er aber nicht. Obwohl er heute oder schon online war. Wahrscheinlich hat er keine Schenke oder so. Und Siku, der ist ja im Camp, im Sommercamp. Und ja, da hat er sein Handy eigentlich bei. Der wird fürs Essen nicht online sein. Ja, ein Raid ist hier, ein 3er Raid. 15:35, wo ist denn der? Oh, da hinten, ja toll. Ja, super. Ja, noch hier ein bisschen geradeaus jetzt hier. Hm? Was machst du denn gerade? Ich muss aufpassieren. Oh, achso.
kannst du diese Foto nehmen. Hm. Also nur Radfahrt. Leer. Weitere 25 Cent für die Community. Das habe ich einfach schon so 10 Mal. Vielleicht ist es ja wenigstens ein Ditto. Aber so ich mir ein Glück kenne, nein. Ah, Glückswurf und das ist keine, natürlich kein Ditto. Da sag mir, sag Bescheid, wenn es weitergehen kann. Weiterhin? Ich hab die Karte einfach noch nicht einmal weg. Wir machen ein paar weg, die schlechtesten. Ich mache immer gleich, ich checke immer gleich hier das Pikachu, was ich fange und dann hau ich es gleich. Meistens musste ich jetzt weghauen, weil die alle scheiße waren. Die besten behalte ich natürlich, wenn ich Gutes finde, so mit über 80%. Aber sonst hau ich die meisten eigentlich gleich weg. Weil ja einfach keine guten sind aus irgendeinem Grund. Wäre mal schön, wenn wir wieder in Eise kommen würden, aber ist gerade nicht der Fall. Ach, das kann doch nicht sein, ja. Ah, dann mach ich kurz Cut. So, Wally ist jetzt für kurzzeitig abgehauen, der ist jetzt irgendwie da drüben. Aber er sagt irgendwie, hier ist Privatgelände. Aber irgendwie muss man ja in die Puppesatz rankommen. Dann gehen wir schnell zur Roten Arena. Packen wir mal was rein. Hier wird erstmal eine Hecke geschnitten, schön. Das sind normale Wohnanlagen. Hm? Das sind normale Wohnanlagen. Das ist das. Reicht doch. Irgendwie muss man ja an die Puppesatz rankommen. Sonst hätten sie hier nicht platzieren dürfen. Die hätten ja selber sonst nicht draufgehen dürfen. Vielleicht wissen schon mal den da. Mhm. Ja. Ich muss sogar noch ein bisschen nach. Erstmal holen wir den hier. Erstmal holen wir den hier. Achso, du hast ihn schon? Achso. Deshalb bist du ja kurz da. Ey, komm ran, nice. Ich komm von hier aus auch ran. Kurzer Ditto-Check. Ey, hör auf damit. So. Was ist denn mit dem Radfahrt los, ey? Ist das wirklich ein Ditto oder was ist hier los? Oder warum lässt du dich so schwer fangen? Komm, Ditto. Arschloch. Ist kein Ditto. Natürlich nicht. Warum auch? Oh, ein Kramux. Komm, Shiny. Scheiße. Leider nicht. Dann brauche ich dich auch nicht. Da kommen wir hier ran, ey. Ich glaube, wir müssen auf den Parkplatz hier gehen. Oh, sorry. Meine Fresse. Das sind die ganzen. Das ist ja Energy Drink. Die Coke. Hm? Nett. Na, wo rennst du denn hin jetzt? Ja, okay, von hier kommt man auch an. Carpador, wir sind hier im Wasser. Carpador. Nein, ich wollte eigentlich den Sand werfen. Dann halt nicht. Oder vielleicht kommt er raus. Ich glaube aber nicht. Ja, das Carpador üblich kommt nicht raus. Natürlich nicht.
Warum? Facecam, warum war es wieder so kurz dunkel? Aber wir sind wenigstens, habe ich trotzdem die 400 Bonbons. Sepa! Na, ich will mich jetzt nicht in die Sonne hinsetzen. Ja, okay, würde ich mich aber auch nicht hinsetzen, die ist kaputt. Dann lieber doch in die Sonne. So. Das ist noch ein Fleckmon. Keine Ahnung. Sondern einen guten Kaffee, also. Nice. Oh, mein Akku ist fast leer. Powerbank. 15. Guck mal, du hattest mehr Prozent am Anfang. Ja, was ist jetzt mein Kabel? Alter Schwede. So ein Kabelwirrwarr hier. Da ist mein Kabel. Ich mach kurz einen Cut, bis ich den Kabel wieder drin habe.